Bei einem Anschlag auf einen deutschen Konvoi in Afghanistan sind heute 4 deutsche Soldaten getötet worden. Wie das Verteidigungsministerium bekannt gab, gab es bei dem Attentat in der Region Kunduz mehrere Schwerverletzte. Telefonisch verbunden bin ich jetzt mit Uli Gack in Kunduz. Was wissen Sie zu diesem Moment? Momentan überschlagen sich die Ereignisse. So genau, was sich genau zugetragen hat, ist noch nicht klar. Nur so viel, dass gegen 15 Uhr Ortszeit, das ist ungefähr vor 2,5 Stunden, ein deutscher Militärkonvoi entweder auf eine Mine gefahren ist oder beschossen wurde. Das ist noch nicht klar. So ein sogenannter Eagle-Transportfahrzeug ist getroffen worden. Und bei diesem Angriff sind eben 4 Soldaten ums Leben gekommen und mehrere wurden schwer verletzt. Wie viel Schwerverletzte ist momentan auch noch nicht ganz klar. Es handelt sich um Militärausbilder, die zusammen mit der afghanischen Armee eine große Operation in der Provinz Bachlan geleitet haben. Das ist ungefähr 70 Kilometer südlich von Kunduz. Dort laufen seit mehreren Wochen große Operationen gegen Taliban. Die ganze afghanische Armee oder große Teile der afghanischen Armee aus Kunduz sind dort eingesetzt zu einer Operation. Und bei einem Rückmarsch oder bei einer Verlegung ist eben dieser Eagle-Kampfwagen in einen Hinterhalt geraten oder auf eine Mine aufgefahren. So klar ist es eben momentan noch nicht. Und dabei hat es eben diese schweren Verluste gegeben. Uli Gack, vielen Dank für den Moment live für diese Schilderungen aus Afghanistan. Und damit werfen wir den Blick weiter Richtung Berlin. Michael Beverunge dort live zugeschaltet. Wie reagiert die Bundesregierung? Gibt es schon irgendwelche Stellungnahmen? Nein, bis auf das, was mein Kollege gerade gesagt hat, wurde noch nicht viel mehr bestätigt. Das Problem ist, man weiß noch nicht einmal die Namen der Getöteten und die Bundeswehr hat nun die traurige Pflicht, die Angehörigen zu informieren, aber kann das noch gar nicht tun. Auf diese Weise muss leider die furchtbare Unsicherheit über sehr viele Angehörige in Deutschland gebracht werden. Aber die Meldung ist leider vorher bekannt geworden und so etwas kann man natürlich nicht unter der Decke halten. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit erst diesen schweren Fall, jetzt wieder ein. Was wird das für Auswirkungen in Berlin haben? Nun, gravierende. Der Verteidigungsminister ist ja noch unterwegs in der Region. Er ist gerade aus Afghanistan abgeflogen heute. Befindet sich momentan im Gebiet von Usbekistan und überlegt nun, wie er darauf reagieren soll. Man hat ja gerade eine Verstärkung der Schlagkraft der Waffen beschlossen mit der Panzerhaubitze 2000. Nur dieses Risiko, was die Ausbilder weit entfernt vom Lager in Kunduz eingegangen sind, das werden die deutschen Truppen in Zukunft verstärkt eingehen müssen. Das ist Teil der neuen Strategie. Und diesem Risiko wird kein deutscher Soldat in Zukunft ausweichen können. Michael Beverunge, vielen Dank für den Moment live aus Berlin. Und bei mir hier im Studio ist unser Terrorexperte Elmar Thewissen. Ist das wieder ein weiterer Schritt für die Strategie, die offenbar in Afghanistan von der Taliban durchgeführt wird? Das muss man so einschätzen. Es gab ja nach den Anschlägen vor wenigen Tagen, als schon 3 Bundeswehrsoldaten ums Leben kamen, Reaktionen der Taliban selber, die sich zu diesen Anschlägen bekannt haben, zu diesem Hinterhalt, auch mit der Ankündigung verbunden, weiterzumachen, nachzusetzen. Das folgt der Lesart, dass wenn man salopp ausdrücken will, den Blutzoll hochtreibt, möglicherweise die Diskussion in Deutschland eben auch so hoch läuft, dass ein Rückzug aus Afghanistan auf einmal im Bereich des Möglichen erscheint. Es gab dann danach gegenüber dem Spiegel beispielsweise Aussagen von Teilnehmern an diesen Gefechten auf der Taliban-Seite von vor 2 Wochen. Aussagen von diesen Teilnehmern, man wolle nachsetzen, man wolle weiter Anschläge verüben. Und es gibt seit vorgestern ein neues Video, in dem auch zu sehen ist, dass sich verschiedene Gruppierungen zusammengetan haben, um ganz gezielt auch die Bundeswehr ins Visier zu nehmen. Das heißt, es passt in eine Art Frühjahrsstrategie, die Terroristen offenbar haben. Man will den Blutzoll hochtreiben und das könnte in diese Strategie hineinpassen, was wir jetzt gerade erleben. Und Blutzoll hochtreiben, um diese Diskussion, die jetzt natürlich wiederkommen wird und neu entfacht wird, entsprechend auch dazu zu führen, dass sich Deutschland aus Afghanistan zurückzieht? Ja, das ist das Schlimme, dass die Terroristen sehr genau verfolgen, welche Wirkung sie erzielen mit ihren Anschlägen, mit ihren Gefechten. Sie analysieren sehr genau, wie deutsche Medien beispielsweise, wie wir darüber berichten. Sie analysieren sehr genau, wie Politiker und auch die Bevölkerung darauf reagieren und ziehen daraus Schlussfolgerungen. Es gab vor 2 Jahren einmal einen Angriff auf französische Soldaten. Da sind bei einem Angriff 10 französische Soldaten getötet worden. Es gab eine riesige Diskussion in Frankreich. Am Ende hat man sich aber entschieden, in Afghanistan zu bleiben. Und daraus haben natürlich auch die Terroristen gelernt. Sie kommen zu dem Schluss, wenn man weitermacht, wenn man nachsetzt, wenn man höhere Todesopferzahlen erzielt, dann wird über den Rückzug diskutiert.
diskutiert. Und wir sehen das auch in den Taktiken. Es werden jetzt nicht mehr einfach nur Sprengsätze am Wegesrand deponiert, sondern es gibt Hinterhalte, die sich teilweise über mehrere Kilometer erstrecken, mit über 100 Kämpfern, die daran beteiligt sind. Und das Ziel ist ganz eindeutig, möglichst viele deutsche Soldaten zu töten und zu verletzen. Heißt aber für die Bundesregierung, sie ist in einem Dilemma. Entweder sie beugt sich, dann geht sie als Geschlagene buchstäblich aus Afghanistan zurück mit den deutschen Soldaten, oder sie bleibt, aber dann muss es Auswirkungen auf die Strategie vor Ort haben, oder kann man so weitermachen? Das ist natürlich die große Gratwanderung. Es ist ja ein Strategiewechsel besprochen worden. Man will mehr in die Fläche gehen mit der Bundeswehr, gemeinsam mit der afghanischen Armee. Das birgt ein hohes Risiko. Ich glaube, man ist sich in Berlin sehr wohl im Klaren darüber, dass dieses Risiko vorhanden ist. Umso wichtiger ist es dann, wenn dann so etwas geschieht wie heute wieder. Wie geht man in der Öffentlichkeit damit um? Es gibt andere Gegenden von Afghanistan, wo sich beispielsweise die USA entschlossen haben, dort nicht mehr weiterzumachen. General McChrystal hat gerade bekannt gegeben, dass man in Kunar, einer anderen Provinz in Afghanistan, einen Außenposten aufgibt, bei dem in den letzten 3 Jahren 42 amerikanische Soldaten getötet worden sind. Aber hier ist eigentlich ein anderer Fall. Es ist Kunduz, es ist eine Region, die Potenzial hat, die stabilisiert werden könnte. Sicherlich auch dadurch, dass das Militär in die Fläche geht. Und dann will man wohl bewusst auch dieses Risiko in Kauf nehmen. Emma Thewissen, vielen Dank für den Moment, für diese Einordnung hier im Studio und zu den Vorfällen ganz aktuell in Afghanistan.